Fall gezeichnet. Ja. So kurz gezeigt. Naja. Okay, ab geht's. Das Spiel los, Mann. Wollen wir das kommentieren oder was? Wir wollen es safe kommentieren. Wir sollen es safe kommentieren? Okay. Natürlich. Oh mein Gott. Geld kriegt auf jeden Fall eine Kombo. Geld, Mann, feiert. Oh mein Gott, der erzählt eine Kombo. Versuchen zu grappen. Es geht schon richtig los. Oh, es geht direkt von Anfang an los. Keiner von beiden wartet. Beide wissen, worum es geht. Worum geht's? Um Gewinn. Es geht um viel. Es geht um mindestens 5 Euro. Oh, aber der Freezy hat das geschaukelt gerade. Er hat einfach viel geredet, Alter. Ja. Wirklich, jetzt einfach so 5-mal am Stück. Aber ich weiß nicht. Aber Geldmann ist wach. Geldmann kleiner. Maxi spielt heute Geldmann ein bisschen. Geldmann mega wach. Oh mein Gott. Geldmann kleiner Momentum-Mensch auf jeden Fall. Der kann, ja. Der kann schnell dich überrennen. Wenn die Kombo startet, dann zerstört er dich, weil sein Falco-Kombo-Game ist so gut. Generell, seine Kombos sind sozusagen ausgezeichnet. Seine Kombos sind ausgezeichnet, das stimmt, ja. Sie sind wirklich ausgezeichnet. Sie sind wortwörtlich ausgezeichnet. So ausgezeichnet, nice, dass ihr den Witz verstanden habt. Sorry, ich habe ihn nicht verstanden. Ich muss die nochmal erklären. Für die Zuschauer zu Hause hier auch. Für die Zuschauer zu Hause? Manche der Kinder, die hier zuschauen, sind ein wenig jünger. Und manche sind später erst dazugekommen, das muss man auch sagen. Wir haben sie alle mitbekommen. Was geht, Jojo? Heute ist 100 Jahre Jedo tatsächlich. Oh, das wäre so cool. 100. Wiederholung dieses wundervollen Ereignisses. Die Führung zurück einfach. Und da wurden kleine Awards vergeben. Und beide der Anwesenden, da gerade die da spielen, wurden ausgezeichnet. Aber nur Geldmann wurde für seine Kombos ausgezeichnet. Oh, schöne Nähe. Okay, Kombo. Aber er ist noch da. Oh, Auto-Shield. Oh. Okay. Jojo, hello! Du kannst sein Shield nicht anpassen mehr. Oh, okay. Geldmann Turn-Up. Scheint alles Auto-Shield. Max hätte ihn den ersten Stock. Er geht einfach, er sagt nö. Max hätte den ersten Stock gefuckt und seitdem wurde er noch. Es geht. Es geht jetzt schon um 7,50 Euro. Nee. Das Winners, bei diesem Spiel? Nee. Wenn man dann das Winner Sunny ist. Nee. Das ist Top 6. Obwohl, Top 6 doch, ja. Stimmt. Ey, wie gesagt, die Geldpreise kommen extrem früh. Okay. Der Geldmann möchte Geld von 20 haben. Leuten werden 8 bezahlt. Also... Vielleicht will Maxi aber auch erstmal noch ein bisschen unten im Losers ein bisschen mitmachen und dann erst wieder. Ja, ich glaube vor. Oh, Maxi am Aufholen ein bisschen. Oh, ja, okay. Oh, jetzt sieht es immer ganz anders aus. Wenn er da jetzt hier einmal so. Wenn Maxi jetzt ein bisschen mehr Nerven behält. Nee, und tschüss. Oh, schön. Das war crazy. Boah, das ist der Combo-Counter an der Seite. Ja. Crazy. Das ist verrückt. Das ist ein Rauchhofen. Ich komme nicht klar. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht anstecken, aber ich. Vielleicht ein bisschen. Okay, wo gehen wir hin? Dreamland? Okay. Maxi will ein bisschen mehr Plays haben. Fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen überrannt. Da hat man mehr Plays? Am Mikrofon sind Heide, Straffstream und Dortimus. Oder Wolonski. Oder immer mal. Award-Winner, Liebster, TO-Mensch. Double Award. Lieblings- und Appreciation-Award. Ja. Nee, er ist nicht der liebste TO. Aber er ist ein Liebling vom Theo. Ja, Lieblings ja. Und. Wieso hat das eigentlich der Theo nicht entschieden, Liebling vom Theo? Okay. Das haben quasi. Es wurde der Appreciation Award ist ja. Das war meine Entscheidung im Prinzip. Ja. Aber es haben auch alle gesagt, ja, das machen wir. Oh. Okay. Aber dann hast du halt den anderen auch noch gewonnen. Wir hätten dich ja gar nicht zur Auswahl stellen dürfen eigentlich. Weil das ist zwar ein bisschen zu klar. Aber ist okay, manchmal braucht man auch einen Blowout-Win. Und ich hatte die Möglichkeeit, beides einzuarbeiten. Sein Charakter und das Setup. Oh. Ah. Du konntest halt Schick malen. Ich konnte mein Schick malen, da hatte ich auch sehr Lust drauf. Tatsächlich hatte ich auch sehr Glück, dass Most Active auch Schick war. Ich habe noch 3 Stills von Schick noch malen können. Da ging es mal ein bisschen ab tatsächlich. Da ging es ein bisschen ab. Ich musste mich ein bisschen austoben, nachdem ich die ganzen Füchse gesehen habe. Das hat mich ein bisschen... Ey, das verstehen wir alle. Wirklich alle. Wir hassen es. Alle fühlen es. Niemand hat mehr Lust auf Fox. Was ist? Keine Ahnung. Okay. Oh mein Gott. Maxi startet. Schengel. Nice. Gutes Follow-up. Start von Backplay. Komm zurück. So, im ersten Set hat ja Geldjunge tatsächlich gewonnen. Vielleicht überraschend, ich weiß nicht. Fehlt noch nicht. Damn, was für eine DI von Maxi. Maxi aber schlägt sich extrem stabil. Aber jetzt könnte es nein. Ah, dann macht er den Frozen. Den Fruzy. Ja.
sieht aus wie längst überfällig, aber er will noch nicht gehen. Nee, nee. Alter, er will wirklich einfach, der heißt, ich mach noch Bock. Jetzt klappt sogar schon Jab gegen Fox bei 180%. Verrückt. Und Gamer hat sich ein bisschen zu viel ausgeruht, deshalb sieht eben gerade. Aber wie gesagt, wenn Maxi liegt gut vorne, bequem immer vorne. Sorgen, wenn Geldmann eine Kombo bekommt, dann ist schick und klar. Dann geht er durch. Eine ausgezeichnete Kombo. Ich verstehe es immer noch nicht. Er hat einen Award für seine besten Kombos bekommen, deswegen ja. Ausgezeichnet, weil er eine Auszeichnung dafür bekommen hat. Ah, ja, heißt ja. Oder hast du mich halt gefreut, weil der Typ nicht verstanden hat? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja. Okay, ein bisschen Freestyle hier. Oh, schöner Tomahawk. Ich dachte, Maxi, das ist ein bisschen leichter mit Maxi, aber es ist noch nicht das war's. Cool. Große Stage hat anscheinend geholfen. Ich frage nicht, wo Geldmann hingeht. Wahrscheinlich Yoshis. Ich habe gewonnen. Erstaunlicherweise. Ja, Yoshis. Ich hoffe. Schöner Grab. Kriegt die Absicht nicht. Aber. Tja, Marius, dann müssen wir wohl. Oh mein Gott, was war das für ein Kopf? Einfach die Elite. Müssen wir am Stream oder? Ich glaube ja. Hm. Ich glaube, Konzi meinte, die Quarters, die beiden hypen Quarters sollen am Stream. Hm. Oh, das ist ein bisschen, bisschen Spaghetti. Wieder ein guter Kombo-Schleider, aber. Oh Gott, Maxi. Ich bin nur in Awe mit diesen Spielern, Alter. Das ist aber schon besser Five, ne? Die verprügeln sich nur. Hat Geldjunger die ersten beiden auch schon Five gespielt? Ja. Oh shit, Alter. Der hat am Anfang so eine 15-Hit-Kombo. Er ist einfach deutsche Mango, nach wie vor. Oh, schön. Ja klar. Oh mein Gott. Geldjunge, Mann. Aber. Oh. Das muss er noch checken. Muss er doch halten können. Den geldigen Mann. Der geldige Mann. Sideline-Commentary. Was geht, Honolulu? Das muss man treffen. Sie geben sich nicht. Okay. Maxi wird wach. Oder ist schon die ganze Zeit wach? Maxi ist tatsächlich schon den ganzen Tag wach. Geldmann sollte wacher werden. Auf Pokémon. Interest. Er macht ihn wieder einfach zum Geld, Jungen. Ich darf tagsüber nicht. Also so auch. Du willst nicht. Dann mach's das denn. Ich will's nicht. Ich wehr mich dagegen. Oh, shit. Ist das besser falsch, ne? Ja. Heftiger. Magst du auch ein bisschen am Momentum übernehmen? Ja, beide abtilten. Ich hasse diese Charaktere. wollte abschmeißen. Boah, auf so geringen Abstand Laser rausholen. Crazy. Ich wollte gerade den Levi machen. Oh. Juli Fox. Oh. Okay. Fair. Ich meine F, Bro. Ja, schön gewartet. Die Trip. Das gewöhne ich mir jetzt an. Schön warten, die Trip. Was? Okay, alles klar. Na ja, gut, ne? Machen wir es halt so. Aber? Oh nein. Der wollte Lil Fruzy den Fruzy machen. Erst mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. So ist es nämlich. Ja, weiter scheint. War out of range. Okay. Ich muss gleich spielen. Ich bin ein bisschen. Ich muss gegen Marius. Naja, wir sitzen ja noch hier, ne? Naja. So dringend kann es nicht sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde, zwar von unserem Hüfteverhältnis haben wir nicht ungefähr ein ähnliches Verhältnis. Ah, schön die Ecke genommen. Bist du zu weit links oder was? Ich glaube, ich habe mehr Hüfte als du und weniger Platz auf dem Schuh. Was okay ist. Aber was okay ist, habe ich mir selber so ausgesucht. Nice. Aber kriegt deinen Edge Guard. Oh, Maxi mit dem leckeren Engel. $200 Engel. Die Box macht ja gar nichts, aber ich wollte mal Box Engel sein. Der Boxer. Hier sitzen zwei Menschen, die Commentary machen könnten. Ja. Ich könnte es gebrauchen. Ja, wir machen es ja auch. Lass mich doch, ich wollte Marius kurz ausreden lassen. Oh nein, und das ist ein Scheinspike. Oh, Maxi lässt ihn zurück, der Homeboy.
Okay, und jetzt kommen wir langsam auf die Sachen. Gelding probiert sich wieder zurück in dieses Match zu finden. Es könnte ein 3-1 werden. Es sieht nicht so gut aus für ihn, aber mit ein bisschen Momentum. Oh, und das ist zum Beispiel. Hey, der Kill war unglaublich wichtig. Mit einem kleinen Korkenzieher. Ich habe das Gefühl, dass Geld manchmal ein Problem hat, den Stock so zu nehmen dann. Okay. Bei hohen Prozenten. Die wollten sich gerade beide gegenseitig readen und haben. Gut gestellt, kurz? Ja. Macht ihr das mit mir? Ja, also wenn okay. Shit, das ist der letzte Stock für Geldjunge im Losers, wenn er Pech hat. Winners. Im Winners. Ich finde das so wahnsinnig, wie er einfach sofort runtergeht. Ja, voll. Wie kann man so mutig sein? Ey, Dicker, er sieht nur die Combo. Er sieht nichts anderes. Er sieht den Gegner und sagt, der muss gekombot werden. Ja, er braucht nur das Opening und das fehlt ihm halt total. Er lernt halt nur Combo. Maxi spielt halt so gut um die Laser rum. Oh! Der Air-Dodge war so Milliarden-Dollar, Alter. Ich dachte, Geld schon gespielt. Ist es? Ja, normalerweise schon. Aber gegen Fox spielt er gerne Falkrieg. Und jetzt, Freunde, müssen wir. Das heißt, da seht ihr Marius Dennis auf Stream.